soll, ist auch schon fast fertig. Our new coal-fired power plant, Datteln 4, is slowly warming up, and the pipeline from Nord Stream 2 that will power our flexible backup power plants with natural gas from Russia is almost complete as well. Ich bekomme gerade ein Zeichen, dass unser Livestream unterbrochen ist. Bitte mal kurz die Kamera zu mir bringen, dass wir den vielleicht wieder reaktivieren können. It's easy to be against problem. Wait a second. Okay. That was about our live stream, which is obviously okay, broken. Up. Okay. Yes. Just a second. Lothar. Yeah, because like there is problems with the connection here. Yeah, maybe. There is like no network coverage, and the closer you get, the worse it gets. Yes. Macht mal kurz Musik. Tag. Aber Tag. Maybe you can just record it, you know? Yes, I'll just record it. It will keep breaking up. Like yes, it must. Doesn't make sense. Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So, Yeah. Okay, let's just start. Let's. Okay. Yeah. Oh, it's my turn. It's your turn. Yes. Oh, you told them about Nord Stream 2. Yeah, I did. Totally crazy, right? It is totally crazy. Yes. Also läuft bei der Energiewende, ja? Yeah. But oh well. Es ist leicht, gegen das Problem zu sein. Wir sind hier, weil wir für die Lösung sind. It's easy to be against a problem, but here we are because we know the solution. We are here for the solution. Wir sind hier nicht, obwohl wir für Umwelt- und Klimaschutz sind, sondern gerade weil wir für Klima- und Umweltschutz sind. We are not here despite the fact that we are environmentalists and are for environment protection and climate protection, but exactly because we are for the protection of the environment and the climate. Weil die Kernenergie in unseren Augen eine nachhaltige, umweltfreundliche und zukunftsweisende Energiequelle ist. In our eyes, it's clear that nuclear energy is a sustainable, environmentally friendly and future-oriented source of clean energy. Weil es uns traurig macht zu sehen, wie wir die Zukunft unserer Kinder verspielen. It makes us really sad to watch how we are gambling the future of our children away. Wir sind hier, weil es uns wütend macht, wenn uns ein Bundesumweltministerium versucht, in die Irre zu führen, indem man uns weismachen will, dass Kernenergie angeblich doch keine klimafreundliche Energiequelle ist. Übrigens im Widerspruch zum IPCC und auch zu Quellen, die man auf der eigenen Webseite verlinkt. Boo, it makes us really angry when the Federal Ministry for the Environment tries to convince us that nuclear energy is not a climate-friendly energy source. It's contradictory to the IPCC panel and to sources that are linked to their own website. They are lying to us. Sogenannte Scientists for Future präsentieren uns Argumente gegen die Kernenergie. The so-called Scientists for Future, they present us with arguments against nuclear energy. Stromnetzverstopfungen. Power grid blockages. Kühlwassermangel. No cooling water. Zu hohe Kosten. Costs too high. Zu lange Bauzeiten. And construction periods far too long. Wir sind hier, weil wir diese Argumente widerlegen können und als das erkennen, was sie sind.
vollkommener Quatsch. And we are here because we know that these arguments are not real arguments. They are utter nonsense. Wir haben den Atomkraftgegnern im Anschluss an unsere Demo eine Podiumsdiskussion angeboten. We wanted to start a discussion with the opponents of the nuclear energy. Offenbar bestand kein Interesse. But they were not interested in meeting with us after the demonstration. Natürlich wollen die Atomkraftgegner ebenfalls alles fürs Klima tun. Nur den großen weißen Elefanten namens Kernenergie, der mitten im Raum steht, den will man natürlich trotzdem weiter ignorieren. Of course they say they want to do everything to save the climate and the environment, only that they miss out the big elephant in the room, the big solution in front of their eyes, the nuclear power, that they still want to ignore it. Wir hätten gerne mit den Atomkraftgegnern darüber gesprochen, wie man Reaktoren so sicher bauen kann, dass man ohne Bedenken eine unbeaufsichtigte, wild gewordene Horde Siebtklässler im Kontrollraum an den Knöpfen herumspielen lassen könnte. Ja, das ist möglich. We wanted to tell them how to build reactors that will be so safe that you can have an unsupervised wild group of seventh graders playing with the buttons in the control room and do no harm, because that's possible. Wir hätten über Radioaktivität sprechen können, wie man das Zeitproblem beim Atommüll technisch löst und dabei zusätzlich noch gigantische Energiemengen gewinnt. Mm-hmm. We wanted to talk to them about radioactivity. We wanted to talk about how to technically solve the time problem with nuclear waste and how to produce gigantic amounts of energy on top of it, because that's possible too. Ein Volumenproblem beim Atommüll gibt's ja sowieso schon keins. Das Volumen ist absolut winzig. And the problem with the volume of the waste produced is not a problem. The volume is tiny. Die Atomkraftgegner wollen uns das Gegenteil glauben lassen. Deswegen messen sie die Menge des hochradioaktiven Atommülls lieber in Tonnen statt in Kubikmetern. The anti-nuclear activists, they just want us to believe the opposite. And this is why they prefer to measure high-level waste in tons instead of cubic meters. 250.000 Tonnen klingt halt wesentlich bedrohlicher als ein Würfel mit der Kantenlänge von 28 Meter. Der würde auf dieser Kreuzung hier Platz finden. It sounds much scarier when you hear that there is 250,000 tons of waste than when you hear that it's actually like a 28 cubic meter. Vor lauter Castor-Behältern sieht man ja teilweise schon den Horizont nicht mehr. Vielleicht verwechsle ich auch irgendwie gerade was. Vielleicht sind es auch Windräder. Is it the radioactive waste that doesn't allow us to see the horizon, or is it really the wind turbines? Wir hätten darüber sprechen können, dass es natürliche Radioaktivität gibt und dass die zusätzliche Belastung in der Nähe von so einem Kernkraftwerk dem Verzehr einer Banane mehr pro Woche entspricht. Darüber hätten wir mal sprechen können. We wanted to explain to them that living next to a nuclear power plant, that the radioactivity you get a year is like eating one additional banana a week. Kernenergie ist nicht gemacht für Liebe erst auf den ersten Blick. But it's true that you do not fall in love with nuclear energy at first sight. Kostenlose Energie aus Sonne und Wind, die uns die Natur schenkt, klingt erstmal deutlich mehr sexy. Free energy from sun and wind that the nature gives us, they sound much more sexy at first. Allerdings nur so lange, bis man merkt, was für ein irrer Aufwand nötig ist, um diese kostenlose Energie einzusammeln und welche Probleme durch die wetterabhängige Stromproduktion entstehen. Mm-hmm. Only until you realize what a crazy effort it is to collect this free energy from wind and sun and what problems arise from the weather-dependent power production. Die Vorteile der Kernenergie gegenüber Wind- und Solarenergie erkennt man erst dann, wenn man wirklich Zahlen verwendet. Clear advantages of nuclear power over wind and solar are evident when figures are used. Frankreich hat damals die Messlatte gesetzt. France has showed us the way in the last century.
Die haben ihre Stromproduktion in 20 Jahren fast vollständig auf Kernenergie umgestellt. Und heute haben die einen Strompreis, der nur knapp mehr als die Hälfte vom Strompreis in Deutschland beträgt. Within 20 years, they have almost completely gone to nuclear energy-based energy production. And today, their electricity price is only just over half of what we pay for electricity here in Germany. Die sind seit 30 Jahren da, wo wir erst hinkommen wollen. For 30 years now, they have been climate-wise, while we still cannot get there. Das Erneuerbare Energiengesetz EEG ist vor rund 20 Jahren in Kraft getreten. Our Renewable Energy Sources Act went into force about 20 years ago. Also, nach 20 Jahren Energiewende sind wir 2018 mit Wind- und Solarenergie bei 160 Terawattstunden Strom jährlich angelangt. And after these 20 years of energy transition, we have finally reached the amount of 160 terawatt-hours of electricity production per year in 2018 with wind and solar energy. Das ist genau die Strommenge, die wir von 1997 bis 2001 im Jahresdurchschnitt mit Kernenergie bereits genauso klimaschonend erzeugt haben. This is exactly as much climate-friendly energy production as we generated with nuclear between 1997 and 2001. Wenn also in zwei Jahren tatsächlich das letzte deutsche AKW stillgelegt werden sollte, war jedes Windrad und jede Solaranlage, die bis 2018 gelaufen ist, die am Netz war, klimatechnisch für die Mülltonne. So, from the perspective of climate protection, when the last German nuclear power plant is shut down in 2 years' time, then every wind turbine and every solar panel that was producing electricity by the year 2018 is going to virtually be thrown into the garbage. Im aktuellen Jahr hat der traurige Rest unserer Kernkraftwerke, also Philippsburg 2 und die restlichen 6, immer noch 70 Terawattstunden Strom erzeugt. In the current year, what's left from our nuclear power plants, Philippsburg 2 and the other 6 NPPs, would still have produced about 70 terawatt hours of electricity. Das ist ungefähr so viel wie. This is about as much as. Zwei Drittel unserer dreckigen Braunkohlekraftwerke. Two-thirds of energy production from lignite-powered power plants. Sag das mal denen, die da im Hambacher Forst auf den Bäumen sitzen. 100,000 football fields covered with solar panels. She's one step ahead again. Am I? Yes, I just joked about the people climbing in the trees in the Hambacher Forest. Oh, sorry. Also diese 70 Terawattstunden, das ist so viel wie 100,000 Fußballfelder voll Photovoltaik. Yeah, like I said. Ja. Oder in Windrädern, 20,000 Durchschnittswindräder. Und von diesen Durchschnittswindrädern sind die ersten jetzt nach 25 Jahren bereits schrottreif. Well, it's about as much as 20,000 average wind turbines, the first of which are now ready for scrapping only after 25 years of operation. Unsere Kernkraftwerke könnten noch locker 25 Jahre lang laufen. In den USA machen sie die ersten Anlagen bereits fit für 80 Jahre Laufzeit. Our nuclear power plants, they could easily run for another 25 years. In the USA, the first plants are already being prepared for 80 years of operations. Es kommt noch besser. But it gets even better. Um aus der Stromwende eine echte Energiewende zu machen, also Wärme, Verkehr und so weiter, müssten wir schnellstmöglich unsere jährliche Stromproduktion etwas mehr als verdoppeln, und zwar auf mindestens 1300 Terawattstunden. Because in order to make our electricity revolution a real energy revolution, so as to electrify the heat, transport and so on, we would have to do much more than double our annual electricity production as quickly as possible to at least 1300 terawatt hours.
Wenn wir nicht extrem sparsam sind, dann können es sogar 3000 Terawattstunden werden. And if we are not extremely economical about it, it could be even as much as 3000 terawatt hours. Das sagen nicht wir, das sagt Professor Volker Quaschning. Das ist der Mann, auf dem die Hoffnungen der Wind- und Solarfans ruhen. This is not what I am saying, and this is not what us as pro-nuclear people are saying. That's what Professor Volker Quaschning says, the man on whom the hopes of wind and solar fans rest. Absoluter Optimist. Crazy optimist. Selbst 1300 Terawattstunden, hey, das ist ein Haufen Holz. Even 1300 terawatt hours is really a lot. Wir müssten die Kernenergie in Deutschland verzehnfachen. Das wären 130 mal Philippsburg Block 2, wie er da steht. Well, we would have to increase nuclear energy in Germany by a factor of 18, which gives us 130 times production of Philippsburg 2. 4 bis 6 Blöcke nebeneinander, dann wären das 20 bis 30 Standorte. 4 to 6 units side by side would mean 20 to 30 nuclear sites. Übrigens sagt keiner, dass es nur ausschließlich mit 100% Kernenergie funktioniert. And of course nobody is saying that it can only be done with the use of 100% nuclear power. Wir sagen nicht, dass Kern-, Wind- und Solarenergie nicht wunderbar zusammen harmonieren könnten. Das sagen die Atomkraftgegner. We are not saying that nuclear, wind and solar are mutually exclusive. It's the anti-nuclear activists who say that. Wer jetzt aber sagt, dass 130 Kernkraftwerke viel sind, der soll bitte mal 20.000 Durchschnittswindräder und 100.000 Fußballfelder voll mit Solarmodulen gedanklich jeweils mit 9 multiplizieren. But if you think that 130 nuclear power plants is a lot, then please try to imagine how much is 20,000 average wind turbines and 100,000 football fields covered with solar panels multiplied by 9. Ich bin ja Physiklehrer und die Rechnung zu diesen 20.000 Durchschnittswindrädern habe ich letztes Jahr in der 10. Klasse in einem schriftlichen Test gestellt. Of course nobody minds solar panels on house roofs, but it's only when you look at numbers like these that you actually see the clear picture. Und natürlich gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es sagt ja keiner, dass diese Photovoltaikmodule nicht auf Dächer gehören. Also, es ist einfach eine gigantische Ressourcenschlacht. Wait a second. Yeah. It's a crazy waste of resources. Yeah, okay, also meine Zehntklässler, ne? Kinder und Jugendliche zeigen für gewöhnlich sehr gesunde Reaktionen darauf, wenn man sie mit Unfug konfrontiert. I don't get that. Oh! Oh. No, you jump the page. I'm looking stupid, I know. Just a minute, Dick. Okay, let's continue here. Also, fassen wir nochmal zusammen. Nachdem wir also schon fast 20 Jahre gebraucht haben, um nur dieses bisschen Atomstrom zu ersetzen, wollen wir innerhalb der nächsten 30 Jahre... Okay, so let's wrap up. It took us almost 20 years to replace only this little bit of nuclear power that we had, and we want to... unseren Energiebedarf mehr als halbieren. More than boost our energy requirements twice. Unsere Stromproduktion mehr als verdoppeln. More than double our energy production. Und das alles so, dass erstens der Energiepreis uns nicht vollkommen um die Ohren fliegt. And to make sure that the price of energy doesn't kill us all. Und zweitens so schnell, dass wir den Rest der Welt noch rechtzeitig überzeugen können, das deutsche Erfolgsmodell bis 2050 zu kopieren, damit wir die Klimakatastrophe noch global abwehren können. And convince others that the German energy transition model is so successful that we can avoid climate catastrophe by 2020. Also zurück zu meinen Zehntklässlern, back to my 10th graders. I am a physics teacher and I gave the calculation. I said that.
I said that. So, sorry. You said that. Yes, it's my fault. It's my fault. Yes. Okay. Good girl. Also nach dieser Prüfung, und das ist wirklich nicht gelogen, ich denke mir das nicht aus, es war genauso. Da sind Schüler zu mir gekommen und meinten, Herr Preuß, wir haben da bei den Windrädern irgendwas mit 20.000 raus. Kann das sein? Und ich habe gesagt, ja, super, das stimmt. So the calculation about the 20,000 wind turbines was given to my students as a test last year. Yes, and after the test. And generally, children show very healthy reactions when confronted with utter nonsense. After the test, yes? Yes. They came up to me. Yeah, and they said, yeah. I said that in German. You did, okay. Okay, sorry, my fault. Mr. Prost, we've calculated something like 20,000 wind turbines. Is that possible? And I said, yes, it's true. Well done. Eine Schülerin klatscht sich so an die Stirn und sagt, Scheiße, ich hab's rausgehabt und hab's durchgestrichen. Ich hab gedacht, das ist zu viel. And one of them just clapped his forehead and said, that shit, I thought it must be wrong and so I crossed it out. Ein anderer Schüler zeigt seinem Banknachbar den Vogel und sagt, ey, 20.000, die haben noch nicht mal alle Latten am Zaun. And another one, you know, like nudged their neighbor and said, 20,000, they must be crazy. Dem muss nur eins hinzugefügt werden, nämlich, dass dieser Schildbürgerstreich hier und jetzt aufhören muss. There is only one thing to add to this. This craziness must stop. Statt dass wir einige der zuverlässigsten Kernkraftwerke der Welt vorzeitig verschrotten, sollten wir möglichst schnell möglichst viele neue bauen. Dankeschön. Instead of prematurely shutting down some of the most reliable energy sources in the world, we should be building new reactors, as many as we can, and as quickly as it's possible. Thank you. Thank you. Sorry.